Hey ihr Magieaffinen, willkommen zurück zu Elden Ring. Es geht weiter hier an Raya Lucaria an der Akademie. Oha, sind das Aufzüge? Alter Schwede. Ja, wir sind mittendrin und das steht an einem Erdbaum. Einem Erdtray, die Akademie. Ja, warum wohl? Weil das vielleicht ein Ort der Macht ist. Oh. Was hast du denn hier? Ist doch kaputt, ne? Ja. Oh. Alter, was zum... Der klaut mir FP! Was für denn für ein schwieriger FP-Zombie, du? Oh, cool. Ich werde vielleicht meinen Talisman wechseln zu Sprungangriffen. Aber hier kann ich eigentlich auch das Schwert jetzt tragen, weil ich muss eh nicht reiten. Ist ja nur die Sache, weil ich es beim Reiten nicht nutzen kann. Das macht nämlich so fett Schaden, Alter. Warte, ich aber mal die Rüstung aus der... Oh, guck mal, geht schon. 39, 35. Die Rüstung, Mausoleum, ja. Feuer, Blitz, heilig. Was? Magisch? Ich nehme mal magisch, glaube ich. Das macht doch ein bisschen... Ja. Magisch macht mehr Sinn. Alter, guck ich dieses Schwert an. Boah! Oh! Oh! Geil. Boah. Alter Schwede. Das ist so gut. Uiuiui. Der ist direkt tot. Oh. Schaden. Ein Gnadenimitator. Aber ich verarsche das Teil. Neue Spieler zu foppen, das finde ich so gemein eigentlich. Oder? Das war doch zum Spieler zu foppen. Erinnerung der Gnade, warte. Ja. Das Licht weist den Weg jedoch ohne Ordnung. Ein Fetisch, der die führende Hand der Gnade offenbart. Ähnlich der Gnade selbst weist euch dieser Fetisch mit strahlenden Weg, jedoch ohne jegliche Ordnung. Trotzdem hilfreich für alle, die vom rechten Weg abgekommen sind. Oder jene, die chaotische Hilfe und wahre Abenteuer echter Ordnung vorziehen. Ach, okay, dann ist es für mich eine Hilfe. Ich dachte, um neue Spieler zu verarschen. Hallo. Warum kannst du nicht mit einem Treffer schon sterben? Das Schwert ist zwar echt langsam, aber nichtsdestotrotz geil. Oh, oh, da kommt noch mehr. Oh! Ja, nimm dir die FP. Ist mir doch egal. Langsam das Schwert, ne? Oh. Meine Güte, frisst das Ausdauer dazu noch. Aber ist gut, mir gefällt's. Es macht echt viel Schaden. Och, Kinder, echt? Ah, der Hund wieder weg explodiert. Boah. Na, vielleicht nehme ich das Schwert erstmal doch nicht. Es ist halt wirklich langsam und... Oh, kommt da noch was? Nee. Ich will es mit einer Hand führen können, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Oder? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Die Hellebarde ist halt... Nee, komm, wir lassen's. Da muss ich mich halt auf einzelne Schläge verlassen können. Okay, ich habe ein bisschen Angst, weil ich hier so wenig sehe. Was für eine Puppe wieder. Aha, aha, aha.
Oh, das ist ein Abgrund. Ui. Und ich laufe da einfach so lang, ohne zu springen. Damage. Das gesehen. Ah ja. Okay. Ist er gerade runtergefallen? Ja, einfach runtergefallen. Ui. Arschbacke. Oh, Asche der Marionettensoldaten. Warum kann ich die nicht austauschen? Ah ja. 67. Ich habe halt gerade 68 FP. Ruf zwei Marionettensoldaten. Ist aber schon Stufe 2, ne? Ich will die mal testen. Irgendwann. Jetzt geht's halt nicht. Oh, der hat aber viel Leben. Oh nein. Oh Mann. Die sind aber auch gierig, die Jungs. Die wollen mich immer grabben und dann aussaugen. Wie sie fliegen. Ey. Oh, das kommt gut. Rollen und dann zustechen nach hinten. Sind noch mehr Hunde hier? Ja, das meine ich. Die Rolle und dann... Ah, geil. Die sind immer auch ganz schön garstig, wie sie erst so langsam auf einen zukommen und dann wupp, sind sie an dir dran. Echt gefährlich. Auch seltsam für so eine Magierakademie. Oh nein, nicht wieder ruckeln. Bam, Spektrallanze. Alles so friedlich hier, aber gleichzeitig auch super gefährlich wegen den blöden Geistern. Also diese Zombies da, meine ich. Oh. Ey. Na? Fies. Merk immer mal wieder, wie wenig Lebensenergie ich eigentlich habe. Das ist nicht schön. Oh, das Schwert ist super schön. Aha, das sind die Aufzüge. Da pieselt einer. Oh, ist das geil. Ich möchte aber vorher gerne noch speichern, wenn es geht irgendwo. Das schon wieder. Was bist du denn für einer? Oh, da stirbt er. Gravitationsfeld. Das ist doch bestimmt ein Zauber, ha? Huh? Ich glaube, ich bin noch im Kampf, weil irgendwie kann ich... Ah, hier.
zieht Gegner mit einem Gravitationsgeschoss zu euch. Eine Schimmersteinzauberei, die mit der ihr die Schwerkraft manipuliert. Feuert ein Gravitationsprojektil ab, das getroffene Gegner zu dem Zaubernden zieht. Durch Aufladen verstärkt sie die Zauberei. Der junge Radan studierte einst diese Gravitationszauberei. Sein Meister war ein Alabasterfürst mit steinerner Haut. Okay. Das war's jetzt, ne? Ah, warum ist hier schon wieder ein Zombie aufgetaucht? Okay. Die kommen halt einfach manchmal so. Ist ja ein bisschen creepy, aber irgendwie auch cool, der Aufzug. Ich hoffe, ich schaffe den Absprung, weil sonst dreht sich das Ganze und ich fall runter. Hundertprozentig, ne? Ja, es dreht sich. Krass. Ein Treffer. Oh, Aristokratenstiefel. Kristallwurfpfeile. Aha. War es also schon. Ich kann auch bestimmt auch wieder runter hier, oder? Gefahr ist halt, ich weiß nicht, wo es hingeht und ich habe jetzt schon ewig keinen Checkpoint mehr gehabt. Das Item will ich haben. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gehe ich erstmal runter. Naja, kommen die Respawns, die sind jetzt auch nicht schlimm, deswegen setzen wir uns mal ganz kurz. Schwert ist einfach krank, der Schaden. Ich hoffe halt nur, dass es so schwer ist, leider. Viel zu viel Ausdauer verschlingt. Ja, die aufgeladenen Angriffe. Schon tief runter. Oh. Ich glaube, da unten wartet nur der Tod, ha? Hä? Ich habe hier nichts getötet. Warum sind die tot? Ach nee, die steht doch bestimmt wieder auf jetzt, ha? Nein, 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 nein. Und fliegen können sie auch noch. Einer Schmand. Ah, komm, ich nehme doch wieder den Sprungangriff. Besser ist. Oh, Asche der Flugmarionetten-Soldaten. Auch wieder nur Puppen. Mann, Mann. Da.
Auch 67. Asche, in der noch Geister verweilen. Diese Geister von Flugmarionettensoldaten wurden ursprünglich als Diener eines Zauberers erschaffen. Diese Geister sind mit Sensen mit langen Griffen bewaffnet und können auch mit Feuertöpfen aus der Luft angreifen. Eine Beschädigung kann zu Fehlfunktionen führen. Ach hier, die Marionettensoldaten, ursprünglich als Diener eines Zauberers erschaffen. Diese Marionetten sind bewaffnete Bogenschützen. Sie drohen zu zerfallen, haben keine Disziplin und greifen ohne Vorwarnung an. Ach dann. Keine Disziplin. Na sowas. Ach du Elend. Ist da unten noch was? Nicht, dass ich dann runtergehe und sterbe. Das wäre natürlich extrem kacke. Ich will's aber wissen, ob da noch was ist. Ach Leute, ich bezweifle's, ganz ehrlich. Ich bezweifle, dass dort was ist. Ihr könnt's mir ja gerne schreiben. Ah ne, da ist was. Okay, vergiss es. Ich gehe runter. Das will ich doch rauschecken, was da unten ist. Hui! Kann man bitte nicht sterben jetzt, ne? Das wäre extrem unschön. Ah! Spielstein! Und Glühwürmchen. Oh! Was? Ja, danke. Ist aber gut jetzt. Alter, was bist du für ein Teil? Komm schon wieder. Geil. Nein! Alter Schwede. Screw you! Ganz ehrlich, lass mich jetzt! Oh, ist ja wie ein Miniboss, das Teil. Komm, greif mich nochmal, genau. Sau. Das hätte auch ein Miniboss sein können, finde ich. Du alte Drecksau. Aber wie gesagt, so finde ich das echt überaus ansprechend hier, Gaia Lucaria. Das ist ein sehr schönes Gebiet. So, und jetzt komme ich nicht mehr rauf. Haha. Nie mehr. Oh, Langschwanz-Katzentalisman. Langschwanzkatze, das ist total unpraktisch, glaube ich. Hier, macht den Träger immun gegen Sturzschaden. Oh, eine Brosche mit dem Motiv von Lacrima, der Katze mit dem langen Schwanz. Macht den Träger immun gegen Sturzschaden, schützt aber nicht vor einem tödlichen Sturz. Lacrima entstammt den Fabeln von Raya Lucaria und ist dort als Feenkatze beschrieben, die liebend gern in großem Glockenturm spielte. Okay. Frage mich, ob es irgendwann die Möglichkeit gibt, 3 Talismänner zu tragen, weil ich meine, in Dark Souls 2 konnte man immerhin auch 4 Ringe tragen, ne? Konnte man in 3 auch 4? Ich weiß es gar nicht mehr. In 3 konnte man 10, ne? Ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Aha, da oben ist noch was. Oh, ne? Oh, ne? Ne, okay, das ist nur die Achse. Ja. Alles klar.
hier alles abgesucht? Ich glaube ja, bei dem Turm, oder? Habe ich überall geguckt. Ich hoffe es. Ja, hier war er. Der Fuzzi. Ist er wieder da? Ja, der ist wieder da. Krass. Okay. Jetzt können wir hier weiter gucken. Mal hinsetzen. Dieses Vieh, ne? Mich ganz schön geärgert. Ei. Nein. Ja, sieht echt ein bisschen zu sicher aus hier. Eine Hausschriftrolle 1. Hier. Eine Schriftrolle der Akademie von Raya Lucaria. Sie enthält überragende Zaubereien, bla bla bla. Schimmerstein, Kometensplitter und Sternschauer. Und Handbuch des Schimmersteinmetzes Nummer 5. Was ist denn da? Magiefett mit Kordel, Zauberknochenpfeil gefiedert und Zauberknochenbolzen. Ah ja. Magiefett. Geht halt schneller, ne? Voll gut, Kristallknospen brauche ich dafür. Ich habe ja noch so viel Feuerfette. Hallo. Ein Treffer, weißt du? Geil, dieses Schwert. Da sind auch ein paar mehr hier. Oh. Ist ja der Topf aber auch voll, ne? Ah nein! Ah nein! Scheiße! Ah, verdammt, die muss ich auf jeden Fall von weitem ein bisschen anlocken hier. Ah, Mist, 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 Mist. Ah. Machen wir das halt nochmal. Aber wer sich mit Zauberern anlegt, der muss halt wissen, dass die auch zaubern, ne? Oh, da liegt genau mein Kram jetzt. Ich habe eine große Last, aber ich kann immer noch recht schnell rollen. Finde ich ja. So. Ja,
Da lasse ich den bluten. Werbe eines lebenden Gefäßes. Gefäß. Schmäß. Oh, die Sprintattacke ist auch gut. Ein Ritualtopf. Hier wird er nicht sein. Hier ist er auch nicht. Ah. Zur Herstellung von Ritualtöpfen nötiger Behälter. Dieser leere Topf repariert sich seltsamerweise selbst, wenn er kaputt geht. Ein besonderer Gegenstand mit größerer Kapazität als ein gesprungener Topf. Ein unentbehrliches Gefäß zur Herstellung von Ritualtöpfen, die darin versiegelten Materialien und Magien zeigen ihre Effekte, wenn der Topf geworfen wird. Ach, hier habe ich einen. Bestienködertopf. Brauche ich Ritualtöpfe für. Und auch hier Ritualtopf für Blutfluchtopf. Tränkt Gegner in verfluchtem Blut. Und verbraucht FP, lockt Bestien an. Giftnebel. Aus dem Mund. Ich habe noch diese Gifttöpfe, die könnte ich auch mal benutzen. Soll ich mal machen? Bestienblut habe ich nicht so viel, leider. Ja. Die sind bestimmt ganz nice, diese Töpfe gegen diese blöden Zauberer. Gifte die scheiß Zauberer. Oh ja. Au. Das war sehr schlau von mir. Alter, die sind auch überall hier, dieses Gesocks. Das Zauberergesocks. Die Frage, soll ich einfach durchrennen? Dann treffen mich aber bestimmt welche. Und wieder hier. Rai Chikara, Raya Lucaria. Ansonsten sind die Typen aber auch nicht sehr nobel, kann das sein? Die sehen alle so ein bisschen schäbig aus. Ich geh einfach durch jetzt. Oh nein, da geht's ja hoch. Uh-oh. Uh-oh. Gerade blocken, du Arsch. Ja. Das ist geil, dass ich nochmal runtergehe und dann kann ich erst getroffen werden, kann für deinen Scheiß. Oh, das soll ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Mal runtergehen. Fingerschmedizin, wer braucht die schon? Wer braucht die schon? Oh. Okay. Roter Wolf. Radagon. Oh oh. Oh nein. Ja, stirb.
Speicher. Wer braucht den Scheiß? Roter Wolf, Radagon. Speicherstein. Wer braucht das? Naja, gut. Wie viel habe ich denn? 27.000. Alter, wie viel gab der denn gerade? Ich habe nicht hingesehen. Gut. Der rote Wolf. Panther-Plan. Ja, kommt stärker, oder? Müsste echt Lebensenergie skillen, Leute. Das ist unglaublich. Naja, ich mache hier mal Schluss. Wir sehen uns wieder nächstes Mal. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Ich bin gespannt, wie es in Raya Lucaria noch weitergeht. Offensichtlich war das ja nicht der Boss, weil wir müssen ja die Herren besiegen. Ne? Auf jeden Fall, Dankeschön für die Unterstützung und bis dann mit Elden Ring. Tschüss.